gibt es im Zoo einen neuen Mitarbeiter, Louis Renard, Dr. Louis Renard, bitte. So viel Zeit muss sein, er hat schließlich studiert, wie er stets betont. Wie Hugo ist er Tiermediziner. Doch studiert hat er in Paris, nicht auf einer kleinen, unbedeutenden Provinzuniversität wie sein Vorgesetzter. Louis wird nicht müde, diesen Umstand hinter Hugos Rücken zu erwähnen, obwohl er ihm ja eigentlich dankbar sein müsste denn der zoodirektor hat den jungen kollegen aus einer großen anzahl von bewerbern ausgewählt. louis ist tüchtig keine frage er war während des studiums der beste seines lehrgangs es gibt kaum ein tierleiden das louis nicht kennt seine fachlichen fähigkeiten haben auch den ausschlag gegeben dass hugo maron sich letztlich für dr renard entschieden hat schon seit tagen hatte der löwe an einem schrecklichen husten gelitten. Wie allen anderen, die sich für den Posten des Zootierarztes beworben hatten, führte der Direktor auch Louis zum Käfig und fragte, welche Krankheit der Löwe denn haben könnte. Mit Hilfe eines Tierpflegers untersuchte der Kandidat die Raubkatze und nachdem er ihr in den Rachen geschaut, fieber gemessen und die Lunge abgehört hatte, wusste er auch gleich, was ihr fehlte. Es handelte sich um eine sehr seltene Lungenkrankheit. Zwei Wochen lang sollte der Pfleger dem Löwen eine große Tablette unter das Fressen mischen und dann würde der Patient schnell wieder gesund. Ja, Louis versteht seine Arbeit, so viel ist Hugo klar. Er schätzt den jungen Kollegen wegen seines Wissens und zieht ihn immer wieder ins Vertrauen. Gerade eben stehen die beiden vor dem Gehege des Kaiser mantrills eines kleinen Primaten aus dem Amazonasgebiet. Das Äffchen hat Hugo kürzlich aus dem Tierpark Schönbrunn in Wien übernommen. Sieht er nicht lustig aus? Wie der österreichische Kaiser, sagt Hugo. Tatsächlich, das Tier erinnert mit seinem prächtigen Bart an Kaiser Franz Josef. Hugo lächelt, doch Louis, der sich nichts aus Geschichte macht, meint humorlos, besonders hübsch ist der Bursche jedenfalls nicht. Publikumsmagnet wird das keiner. Ich finde, wir brauchen eher einen kleinen Eisbären oder einen Polarfuchs oder noch besser einen Panda. »Ich weiß, die sind rar, doch ich habe gehört, Paris hat gerade ein Pandamännchen zum Verkauf angeboten. Zugegeben, nicht ganz billig, aber das Tier ist mit seinen sechs Jahren sicher sein Geld wert.« Gespannt blickt Louis Hugo in die Augen. »Ich werde sehen, was ich machen kann,« sagt der Direktor und wendet sich zum Gehen. Der Preis, den der Pariser Zoo für den Panda haben möchte, liegt weit über dem, was Hugo bezahlen kann. So viel Geld hat der Tierpark von Aronax bei Weitem nicht. Bei ihrem nächsten Gespräch berichtet Hugo. Der Panda ist zu teuer. Den können wir uns nicht leisten. Was halten Sie von einem Pfeifhasen oder einem Schneekauz oder von Mandarinenten? Alles nicht selten genug. Pandas gibt es nur noch etwa 1800 in freier Wildbahn, antwortete Louis, der keineswegs vorhatte, seinen Plan mit dem Panda aufzugeben. Der junge Tierarzt ist sicher klug, aber er ist auch außergewöhnlich ehrgeizig und er akzeptiert keinerlei Widerstand im Erreichen seiner Ziele. Seine Eigenschaft hat ihn wahrscheinlich im Laufe der Jahre verschlagen und böse werden lassen. Deshalb hätte Hugo gut daran getan, Dr. Renard nicht anzustellen. Warum? Um es kurz zu sagen, Dr. Renard will Zoodirektor werden. Keine zwei Tage sind vergangen und schon wieder fängt Louis von seinem Panda an. Herr Direktor, sehen Sie denn nicht, das ist eine einmalige Chance, da dürfen wir nicht zögern. Diese Möglichkeit kommt nie wieder. Geduldig winkt Hugo ab und meint, mein lieber Louis, der Panda aus Paris ist viel zu teuer. Aber lassen Sie nicht den Kopf hängen, ich habe eine gute Nachricht. Sie werden es nicht glauben, New York hat vielleicht ein Panda-Baby für uns. Es ist ein Eher und noch ganz klein. Falls alles gut geht, bekommen wir ihn. Wollen Sie mir nicht helfen, den Kleinen aufzuziehen? Schon sind die beiden in einem Fachgespräch über die Ernährung und Pflege von Panda-Babys vertieft. Ja, Louis gibt sich freundlich und verbindlich und Hugo käme nicht im Traum darauf, dass der Kollege auf seinen Posten schielt. Doch einstweilen geht alles seinen gewohnten Gang. Täglich in der Früh wird der Rasen gemäht und in den Tränken das Wasser gewechselt, werden die Ställe ausgemistet und die Zäune repariert. Die Arbeiten müssen pünktlich bis neun Uhr fertig sein, denn dann öffnen sich die Tore und die Besucher strömen in den Tiergarten von Aronax. Ugo ist der Erste, der zur Arbeit kommt, schließlich muss er darauf achten, dass alles in Ordnung ist. Und er ist auch fast immer der Letzte, der abends nach Hause geht, denn er hat eine hohe Verantwortung zu tragen. Jetzt an diesem schönen Morgen mit blauem Himmel und Vogelgezwitscher geht er wie üblich von Gehege zu Gehege, er plaudert eine Weile mit dem Tierpfleger beim Löwenkäfig, er erkundigt sich bei der Tierpflegerin, die gerade mit einer Schaufel den Elefantenkot wegräumt, nach ihren Kindern, scherzt mit der Frau, die das kleine Restaurant in der Mitte des Parks bewirtschaftet und fragt die Damen an den Schaltern, wie das Geschäft der letzten Tage gelaufen ist. Im Zoo kommt er mit jedem gut aus, hier will ihn keiner ärgern. Wenn man ihn an so einem Morgen sieht, frisch rasiert und mit fröhlichem Gesicht, käme man nicht im Traum darauf, dass ihn irgendetwas aus der Ruhe bringen könnte. Es hat gar nicht lange gedauert, bis Louis herausgefunden hat, dass die morgendliche Gemütsruhe seines Vorgesetzten auf Tönern und Füßen steht und dass der geringste Anlass ausreicht, Hugo in Rage zu bringen. Er selbst war nie Zeuge dieser Wutanfälle. Du fragst dich vielleicht, wer ihm das verraten hat. Nein, es war keiner von Hugos Angestellten, denn die mögen ihren Chef und würden nie schlecht über ihn sprechen. Dass der Zoodirektor dazu neigt, die Fassung zu verlieren, das hat Louis von Greta Delacroix erfahren. Frau Delagroix kann den Zoodirektor nicht leiden. Was hat er ihr getan, fragst du dich vielleicht? Hat er sie kritisiert? Hatten sie Streit? Nichts dergleichen. Frau Delagroix ist niemand, mit dem man streiten kann. Dafür hat sie sich viel zu gut im Griff. Und Hugo hält sich bei Greta zurück, da er spürt, dass er bei ihr nur den kürzeren ziehen kann. Außerdem ist sie die Frau des Bürgermeisters, mit dem Hugo seit der Schulzeit befreundet ist. Also warum hasst Greta Hugo? Dieser Hass ist schon sehr alt, 20 Jahre, wenn du es genau wissen willst. Damals war sie noch Greta Larson, Austauschstudentin aus Stockholm mit blonden Zöpfen, und Maximilian Delacroix, Hugos Freund, war ein bescheidener Bankbeamter, der jedoch nach höherem strebte. Er wollte Macht und Ansehen, daher begann er sich für Politik zu interessieren. Und Greta, die es ebenfalls ins Rampenlicht drängte, begann sich für Max zu interessieren. Kurz darauf war sie seine Frau, aber obwohl es ihm gelang, nach und nach mit allen Wichtigen der Stadt auf Du und Du zu stehen, war ihm der Aufstieg vorerst nicht vergönnt da die Stelle des Bankdirektors gerade vergeben worden war, bewarb sich Max stattdessen für die Direktion des neuerbauten Zoos. Doch auch hier gab es einen Konkurrenten und es war niemand geringerer als sein Schulkamerad Hugo. Es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Schluss. Letztlich gab man Hugo wegen seiner Qualifikation als Tierarzt den Posten und Max hatte das Nachsehen. Er war ein fairer Verlierer, doch seine Frau konnte die Niederlage nicht verwinden, und obgleich ihr Mann mittlerweile solide auf dem Posten des Bürgermeisters sitzt, hat sie dem Freund ihres Mannes noch immer nicht verziehen. Hugo weiß von all dem nichts, trotz seines aufbrausenden Wesens ist er eigentlich gutmütig und ein bisschen naiv, der Grund, warum er Greta gewöhnlich aus dem Weg geht, ist nicht, weil er ihr misstraut, sondern weil er, wenn er ganz ehrlich ist, zugeben muss, dass er sie eigentlich nicht besonders mag. Wenn das Ehepaar Delacroix dem Ehepaar Maron auf der Straße, im Restaurant oder bei einem Empfang begegnet, begrüßt man sich und wechselt einige freundliche, doch oberflächliche Worte. Deutlich herzlicher geht es zu, wenn Hugo Max alleine trifft. Auf dem Markt, beim Einkaufen, im kleinen Bistro oder im Café. Greta ist es also durch die Louis von Hugo's Zornausbrüchen erfährt. An diesem Tag, es ist ein Dienstag, fährt sie mit ihrem dicken Geländewagen überraschenderweise beim Zoo vor. Überraschenderweise? Dich wundert das vielleicht weniger, umso mehr aber uns, denn Greta war noch niemals im Zoo. Einfach über den Randstein fährt sie und parkt dort mitten am Gehsteig ihren Wagen. Sie lehnt sich zum Beifahrersitz, langt ins Handschuhfach und fischt ein Schild heraus und legt es aufs Armaturenbrett, bevor sie den Wagen verlässt. Frau des Bürgermeisters steht drauf: kein Polizist würde es wagen, ihr einen Strafzettel hinter den Scheibenwischer zu klemmen. Für Greta Delacroix gelten eigene Gesetze. Auch an der Kasse braucht sie sich nicht anzustellen. Sie drängelt sich einfach an den Besuchern vorbei, bis sie vor dem Schalter steht. Dort angelangt, sagt sie unwirsch zur Kassierin, kennen Sie mich nicht? Ich bin die Frau des Bürgermeisters. So machen Sie mir schon auf, ich habe heute noch etwas anderes vor. Ich muss zum Tierarzt, zu Dr. Renard. Dr. Louis Renard. Wo kann ich denn den Doktor finden? fragt Greta Delacroix ungeduldig. Doch woher, in Herrgott's Namen, soll die Kassierin wissen, wo der Tierarzt gerade seine Arbeit verrichtet? Die Dame am Schalter zuckt daher nur mit ihren Schultern. Mit einem verächtlichen Blick und einer abfälligen Bemerkung macht sich die Frau des Bürgermeisters selbst auf die Suche. Die weißen Kieselsteine knirschen unter ihren Stöckelschuhen, sie ist noch nicht weit gekommen, da erblickt sie Hugo. Hu, Hugo, brüllt sie. Hugo schaut suchend auf und es dauert einen Augenblick, bis er begreift, wer da ruft. Aber da ist sie schon bei ihm angelangt. Grüß dich, sagt sie gestelzt und der Zoodirektor reicht ihr höflich die Hand. Er erkundigt sich nach ihrem Wohlbefinden, doch Greta unterbricht ihn. Ich hab leider gar keine Zeit, um mit dir zu plaudern. Ich suche dringend euren Tierarzt, Dr. Renard. »Weißt du, unser Bruno ist nämlich krank.« »Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch das Einfachste, wenn sich Dr. Renard unseren Bruno gleich einmal ansehen könnte. Dein Tierarzt hat ja einen fabelhaften Ruf.« »Bruno ist der Dackel der Frau Bürgermeisterin. Er leidet an heftigen Schmerzen,« sagt sie. »Die Schmerzen hat er sicher nicht seit heute,« denkt sich Hugo, »denn Bruno ist schon ein altes Tier, wie er weiß. Vierzehn Jahre, wenn er es richtig im Kopf hat.« wie viele Dackel hat auch der kleine Bürgermeisterhund Rückenprobleme. Greta hätte wie jeder gewöhnliche Tierbesitzer einfach am nächsten Tag in die Praxis von Dr. Renard kommen können. Mittwochs und Donnerstags verlässt der Tierarzt schon zum Mittag den Zoo. An diesen Nachmittagen betreibt er eine kleine Praxis, gar nicht weit vom Rathaus entfernt. Doch so lange will Greta nicht warten, alleine schon aus Prinzip nicht. Sie als Frau des Bürgermeisters besitzt ja wohl das Recht, die Dienste des Zotiarztes in Anspruch zu nehmen. Schließlich zahlt die Stadtregierung sein Gehalt. Ugo merkt, wie der Ärger in ihm aufsteigt, ein wenig sträuben sich seine Nackenhaare doch er beherrscht sich denn er weiß mit greta delacroix ist nicht gut kirschen essen ein falsches wort eine kleine zurechtweisung eine berechtigte entgegnung und die frau des bürgermeisters würde nicht davor zurückscheuen einen ordentlichen wirbel zu veranstalten daher beherrscht er sich und meint Monsieur Renard müsse wohl im Haus des Meeres zu finden sein. Ich glaube, er schneidet der Schildkröte gerade die Krallen, sagt er. Mit einem knappen Gruß ist Greta dahin und steuert auf das grau gestrichene, ebenerdige Gebäude zu. Obwohl der Tierarzt den Besucherraum hat sperren lassen, um in Ruhe seine Arbeit verrichten zu können, taucht Greta dort plötzlich auf. Nathan liegt auf einem Behandlungstisch und Louis bearbeitet mit einer Zange und einer Feile seine Krallen. Ungeniert war Greta an der Absperrung vorbeigegangen. Ohne Vorwarnung pflanzte sich unmittelbar neben dem Kopf der Schildkröte auf. Vor lauter Schreck zieht diese ihre Gliedmaßen und den Schädel ein, so dass Louis das Werkzeug aus den Händen fällt. Er ist schon drauf und dran, die Dame scharf zurechtzuweisen, doch blitzschnell erkennt er, wer ihn da bei der Arbeit stört. Freundlich lächelt er sie jetzt an und sagt höflich: Bonjour, Madame de la wie kann ich Ihnen helfen? Mm, eh, uh, »Hallo, eh. also mein Hund ist krank. Es ist ein Dackel. Und man sagt, Sie seien der beste Tierarzt hier in der Stadt,« antwortet Greta etwas verlegen und zeigt ihre unnatürlich weißen Zähne. »Ich habe leider gerade zu tun,« antwortet Louis, »doch unser Zoodirektor, Dr. Maron, ist auch Veterinärmediziner. Vielleicht kann er Ihnen behilflich sein. Soll ich ihn fragen?« Greta legt ihre rechte Hand auf Louis Arm und antwortet, jeder hier in der Stadt weiß, dass sie der bessere Tierarzt sind. Für unseren Bruno kommt nur eine erstklassige Behandlung in Frage. Abgesehen davon, Hugo Maron ist ein so schrecklich unbeherrschter Mensch. Louis hebt kaum merklich seine Augenbrauen und Greta quasselt weiter. Diesen Grandscherben und Schreihals will ich meinem lieben Bruno nicht zumuten. Wissen Sie denn nicht, dass unser Zoodirektor mit jedem einen Streit anfängt? Ach ja, dumm von mir, Sie können das noch nicht wissen. Sie sind noch neu in der Stadt. Er ist wirklich ein unglaublich aufbrausender Mensch. Er hat sich nicht im Griff, ein überaus unhöflicher Mann. Auch über seine fachlichen Fähigkeiten erzählt man sich so einiges. Eine Leuchte soll auf seinem Gebiet nicht sein. Wirklich? Louis braucht einen Augenblick, um all diese Informationen aufzunehmen. Das war ja hochinteressant. Dann kommen Sie doch bitte in meine Praxis. Ich habe morgen ab 14 Uhr geöffnet. Ich nehme Sie dann sofort als Erste dran. Greta schüttelt sachte den Kopf. Dann blickt sie sich um und senkt ihre Stimme. Ein Jammer, dass Hugo Maron auf diesem wichtigen Posten sitzt. Jemand wie sie, jemand mit guten Manieren und mit Stil, jemand mit besten Qualifikationen, sollte in unserem schönen Zoo Direktor sein. Nicht nur Louis Renard schaut etwas verdutzt. Nathan hat vor lauter Neugierde den Kopf vorsichtig wieder aus seinem Panzer gereckt und blickt nun in Richtung des Aquariums. Dort klebt der kleine Oktopus an der Scheibe und starrt fassungslos mit großen Augen Nathan ins Gesicht. Die Schildkröte flüstert ganz leise so ist der Mensch. Die Stimme dringt zwar nicht durch die dicke Glasscheibe doch der kleine Oktopus liest der Schildkröte jedes Wort von den Lippen ab unfassbar tobt es in seinem hirn seine Wut und Empörung pflanzt sich fort, bis er sie bis in die Spitzen seiner Fangarme spüren kann. Vor lauter Zorn wechselt er die Farbe und stößt schwarze Tinte aus, so viel, dass sich das Seepferdchen hustend und spuckend eilig verzieht. Vielen Dank für das Kompliment. Liebend gerne würde ich die Aufgaben hier übernehmen, gnädige Frau, antwortet der Tierarzt. Es liegt ja hier einiges im Argen, aber es wird doch noch einige Jahre dauern, bis Monsieur Maron in Rente geht. Ich werde mich daher noch eine gute Weile in Geduld üben und als Tierarzt meinen Beitrag leisten. Kommt Zeit, kommt Rat, antwortet Greta und lächelt. Immerhin bin ich die Frau des Bürgermeisters und habe meine Beziehungen. Wenn man es geschickt anstellt, kann man Monsieur Marron vielleicht vorzeitig in Pension schicken. Man müsste ihm nur eine Verfehlung nachweisen. So schwer kann das ja wohl nicht sein. Sie macht eine Pause und es ist mucksmäuschenstill im Raum. Nur das Surren der kleinen Umweltpumpe des Aquariums ist zu hören. Greta schaut dem jungen Tierarzt tief in die Augen. Ich kann Ihnen vielleicht behilflich sein. Dann wendet sie sich abrupt zum Ausgang und sagt im Gehen: Aber jetzt ist einmal unser Bruno an der Reihe. Es wird Zeit, dass er seine Spritze bekommt. Werden Sie mir nun helfen oder lassen Sie mich bis morgen warten? Natürlich lässt Louis die Frau Bürgermeisterin nicht bis zum nächsten Tag warten. Rasch hebt er Nathan in sein Terrarium zurück und packt seine Sachen zusammen. Kaum sind die beiden draußen, macht sich der kleine Oktopus bereits auf den Weg zur Schildkröte. Jetzt am helllichten Tag, fragst du? Ja, am helllichten Tag. Die Sache kann nicht warten. Schon wenige Augenblicke später kauert er wie üblich in seiner Wasserpfütze. Nathan sitzt dort, wo er immer sitzt, und ist noch unschlüssig, ob er mit dem Oktopus überhaupt sprechen will. Immerhin war dieser schon einen ganzen Monat nicht mehr auf Besuch gewesen. Jetzt in der Not bin ich gut genug, sagt er und schmollt. Es ist nicht die Zeit für Entschuldigungen, dazu ist der kleine Oktopus viel zu erregt. Das darf niemals geschehen, brüllt er und schwillt an wie eine riesige Qualle. Dieser Heuchler, dieser Betrüger, dieser. Er stockt, er weiß gar nicht, wie er den Tierarzt noch nennen soll. Dieses Ekel setzt er schließlich fort. Darf niemals Zoodirektor werden. Während er tobt, verliert er immer wieder vor lauter Empörung einige Tropfen Tinte. Das Wasser rund um ihn ist schon ganz schwarz. Die Tierpflegerin, die am Nachmittag Dienst hat, wird sich nicht schlecht über die schwarze Soße im Trinknapf wundern. Doch Nathan schweigt noch immer und dem kleinen Oktopus wird bald klar, dass er keinen Einfluss darauf hat, wer hier im Zoo künftig das Sagen haben wird. Das ist eine Angelegenheit zwischen den Menschen. Immer leiser werden seine Proteste, bis er schließlich ebenfalls in Schweigen fällt. Sein weicher Körper ist in sich zusammengefallen. Wie eine welke Pflanze liegt er da und jammert. Wie können die Menschen nur so gemein sein? Ich hab's dir ja gleich gesagt. Na, dann kann es sich nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass er mit seiner Einschätzung des Menschen Recht behalten hat. Nach einer Weile tut ihm sein Freund dann doch leid und er versucht ihn zu beruhigen. Es wird schon nicht so schlimm werden, aber wirklich überzeugt ist er selbst nicht von seinen Worten. Der kleine Oktopus muss zurück in sein Aquarium. Es ist bald vier Uhr und um diese Zeit kommen die Tierpfleger zum Füttern und er muss sich dringend auf den Weg machen, wenn er nicht erwischt werden will. ......